Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef, Freunde? Heute mit Holle. Was geht ab? Genau, zu unserer kulinarischen Tour durch Berlin. Hier zeigen wir unsere drei Hotspots heute. Okay, ich bin gespannt. Also heute auf unserem Kanal und am Sonntag um wie viel Uhr? Da kommt um 10 Uhr ist meine Zeit immer. Um 10 Uhr ist meine Zeit. Ja, um 10 Uhr geht es weiter auf seinen Kanal, weil wir in Berlin haben natürlich nicht nur drei Hotspots, sondern 300 eigentlich. Aber gefühlt wirklich, ja. Ja, wir wollten jetzt nicht so Currywurst-Döner machen, das ist ja ein bisschen langweilig. Ich wollte gerade sagen, wenn ich kulinarische Tour mache, jetzt kommt McDonalds oder so, wenn Nee, aber diese Standards, Curry 36, hier muss fast genießen. Nee, heute nicht. Wir wollen dir drei Hotspots zeigen, wo auch unsere Berliner Freunde hier sagen, Brüder und Schwestern, ja, da stehen wir auf jeden Fall hinter. Auch ein paar Läden, die mit uns ein bisschen connected sind, wird auf jeden Fall wild. Also richtig 5 Sterne. Wir machen nicht nur Fast Food, so, oder? Wir machen geil. Also heute, wir fangen heute ein bisschen slow bei uns an und dann am Sonntag auf deinen Kanal. Das drehen da wir ja morgen dann ab. Richtig aus. Also da drehen wir nochmal richtig auf. Da gibt es eine richtige Schlemmer. Okay. Ich bin geil, ich hab Bock. Alles klar, wir gehen los, komm. Zack, Alter, ab geht's, Freunde. So, meine lieben Freunde, unsere drei Hotspots heute. Ich habe das alles mit Big Baba abgesprochen, ne? Dass Berlin auch ein bisschen dahinter stehen kann. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, beste Falafel und Shawarma in Berlin ist Habibi, oder? Fisch gefolgt von anderen, aber wir sind schon der Meinung. Gibt viele gute hier, aber das ist halt Klassiker. Klassiker aus Berlin, ne? Holle, bist du gespannt? Hast du Bock? Ich bin gespannt. Das Einzige, ich habe Angst, dass ich nicht mithalten kann. Guck mal, das sind gute Esser. Ja, ich bin voll der Lauch. Naja, du bist da auch. Food-Content und so läuft doch bei dir. Er ist trainiert. Deswegen, wir gehen jetzt hier rein und gibt eine saftige Falafel, Freunde. Kommt. Na, ich würde sagen, wir essen heute hier erstmal vegetarisch und du machst uns hier schön ein Falafel, eine schöne Falafeltasche mit schön Gemüse drin, was richtig schön buntes, saftiges. Ne? Damit wir dir mal zeigen, wie wir hier in Berlin essen. Und für mich Kinderfalafel, das kann ich so viel fressen. Kinderfalafel? Ganz normal, was für Kinderfalafel, sowas gibt's hier nicht. Nein. Wie empfiehlst du mir denn mein Falafel, Logi? Finde ich die legendären Falafel hier, so fängt das erstmal an. Ne? Ja. Schön Makani hier drin, schön frittiertes Gemüse. Dazu richtig schön frischen Salat, schön Thumi mit rein, schön Knoblauch rum, frische Sesamsauce drüber, ein bisschen scharf. Ne? Was sagt ihr denn, Jungs, ihr kennt das ja natürlich hier. Was ist das, was so den besonders macht hier, den Falafel? Der kommt nah ran an Mamas Falafel. Ist das so? Ja, macht deine Mama auch Falafel? Wenn nicht sogar meine Mutter den besten Falafel. Warum sind wir nicht zu dir gegangen? Komm nah an die Heimat ran. Und das ist so, wo ich sagen würde, das ist hier auch mein absoluter Lieblingsfalafel. Und sieht auch alles sehr schön aus. Ne? Die Jungs, ja, vor allem auch das Brot hier ist nicht so wie überall diese Standard-Sandwiches. Genau, schöne kleine Tasche, gell? Angenehm zu essen, hat nicht so eine riesen Rolle. Weißt du, das ist schon ein Kinderfalafel. Das sieht geil aus. Also ich muss ja sagen, ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie jetzt hierher kommen. Jetzt bin ich nach Dortmund, die Burger haben gar nicht geschmeckt. Jetzt zeigt ihr mir das ganze Essen und mir schmeckt das alles nicht. Du hast Garantie von uns, dass gut wird. Okay, aber ich bin ehrlich. Ja, soll sein. Mit Liebe machst du, ne? Ja, ohne Liebe kann man nicht machen. Das ist so. Muss mit Liebe machen. Alles wird mit Liebe gemacht. Hier. Danke. Gib Klacks, Digi. So, guck mal. Also so habe ich noch nie ein Falafel gesehen. Bei uns ist eine Rolle einfach so, weißt du, wenn du bei uns Falafel nimmst. Aber das sieht doch so viel schöner aus, das oder? Sieht geil aus. Viel, also ansprechender. Danke, mein Lieber. So hat eine Falafel auszusehen. Hört auf rum zu experimentieren, krumm, schief, was weiß ich, dreieckig. So sieht sie aus. Und von innen muss ich schön fluffig sein. Ja, Mann. Holle, soll man den ersten Biss machen? Ja, also, achso, ich muss jetzt live den Biss nehmen, den ersten. Ne? Ja, ich sag erstmal vom Aussehen, wenn ich es mit den Falafel vergleiche, die ich sonst gegessen habe, das waren immer Rollen, da ansprechen, so lala. Nicht wirklich. Das hier sieht optisch mit diesem gegrillten Gemüse heftig. Sag ich schon mal echt heftig. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ne? Ich muss aber noch zweimal, dreimal reinbeißen. Mhm. Digga, was soll ich sagen? Checkt auch unsere Falafel-Tour. Wir waren ja schon mal hier. Mhm. Jetzt Sonntag bei ihm auf dem Kanal 10 Uhr. Unsere zweite Tour. Mit heute unsere drei Hotspots einfach, ne? Ich liebe das ja. Ja, bei Holle geht es dann auch nochmal richtig ab am Sonntag. Ich bin sehr gespannt. Könnt ihr gespannt sein. Aber ich habe noch nicht erfahren, wo es hingeht. Spontan. Sagen wir dir noch nicht. Holle ist auf. Schnuppi auch. Und dann haben wir unser Urteil. Freunde, nur um es euch nochmal zu zeigen. Hier erwartet euch eine stabile Tasche, Digga. Also wirklich, hier ist alles drin, was ihr haben wollt. Naja, er ist schon relativ begeistert, Digga. Wir kommen gleich zum Urteil, aber Freunde, das ist einfach.
am Morgen, du kommst hier hin, das ist einfach so schön hier. Guck mal, das ist Liebe, guck mal, wie das schon aussieht. Ja, ja? Voll. Das ist bunt und multikulti wie Berlin, so muss das aussehen. Ich muss einmal mein erstes Urteil, weil sonst geht das Feeling weg. Gesamturteil zum Schluss. Aber ich sage euch, Leute, dieses Feeling von diesem gegrillten Gemüse zusammen, man merkt, das Brot ist halt barbarmäßig frisch. Selber gemacht hast du woanders nicht. Und die Falafel vom Geschmack, wie das durchdringt mit der Soße, ist einfach, muss ich schon mal sagen, hat dir nicht zu viel versprochen. Wirklich krass. So soll es sein, Alter. Seht ihr, Freunde? Empfehlung von uns, top. Ey, geil. Scharfe Soße knallt rein. Schön krosse Falafel. Der Laden steht hier nicht umsonst seit Jahrzehnten. Ja. Spieler hat es gesagt. Ihr wisst genau, warum der hier so lange ist. Dranbleiben. Denn jetzt geht's auch zu einer absoluten Legende. Heute haben wir nur Legenden drin, Freunde. Ne? Deswegen. Einfach Powertasche, Digga. Ich köstlich, Schwuri, köstlich. Digga, krank. Frisch, frisch. Ich glaube, frischer kriegt man das Ding nicht hin, würde ich sagen. Wisst ihr, wie man bei uns sagt, in Buxtehude, da sagt man saftig. Saftig? Einfach saftig. Krass. Ja. Saftig, würde ich mal sagen, Freunde. Ja, Brudi, ich feiere viele Falafel-Läden, aber ich finde, in keinem Falafel-Laden sieht das so bunt aus, so frisch und man hat so diese Power drin, ne? Das ist es. Ja. Das eben. Die meisten rollen die auch ganz schnell und herzlos zusammen. Ja. Hier alle Komponenten oben. So, Habibi, Winterfeldstraße, Institution. So geht das ab. Sehen wir uns bei der zweiten Station. Olle, du hast ja bei dir im Format immer solche schönen Bewertungen. Ja. 1-10. Falafel, bringen wir heute mal mit ein. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin an sich auch Falafel-Experte, kann man sagen. Okay. Und ich würde dem Falafel echt eine 8,7 geben, weil alles frisch war. Ja. Es war, was ich bisher im Falafel gegessen habe, kommt einfach nicht hier dran. So, ich gebe da oben nicht, weil wenn was Besseres kommt, ist scheiße, aber 8,7 safe wert. Also diese 1,3 fehlen nur, weil du noch Luft nach oben gehen. Ja, wer weiß, was ich noch esse in meinem Leben. Ich muss in 5 Jahren noch sagen können, dass wie bei den Frauen, wenn du eine Frau hast, willst du auch nicht sagen, so die ist 10 von 10, was ich sage, wenn das Essen kommt. Ne? Also, bester Falafel bis jetzt? Ja, bisher glaube ich echt bester Falafel. So. Weißt du, was bei uns hier so ein Stani-Satz ist? Das ist der beste, was wir jemals gegessen haben. Und würdest du sagen, es ist der beste Falafel, den du jemals gegessen hast? Ja, ich glaube schon. Ja. Sehr gut. Findest du, dass das der beste Falafel jetzt in Berlin ist? Finde ich schon. Ja? Sehr gut. So, damit schließen wir ab, ihr wisst Bescheid. Danke dir nochmal, ja? So, Freunde, auf geht's zu einem Legendenladen von Berlin. Cottbusser Tor, Izmir Köftecsi, gute Freunde von uns. Und auch wenn nicht gute Freunde von uns, einfach ein Legendenladen, oder? Beste Köfte in Berlin. Definitiv. Ja, also Hammerladen. Kann man nichts anderes sagen. Let's go. Ja, Bieler hat gerade gesagt, er wird Holle mal noch was zeigen, weil Holle gesagt hat, Kreuzberg ist eigentlich ganz schön. Ich denke, was macht er? Wer will mit mir in die U-Bahn? Ich denke, was will er da machen mit mir? Hier hast du dein schönes Kreuzberg. Stell dir mal ein paar nette Leute vor. Ja, Mann. Ja, meinst du immer noch, Kreuzberg ist schön? Also wie bei uns beim Hauptbahnhof in Hamburg. Da sieht es, würde ich mal sagen, genauso schlimm aus oder noch schlimmer. Also hier ist bestimmt auch nicht komplett der Hotspot, aber ja, da könnte man sich dazu gesellen. Ne? Auch spontan! Auch spontan! Ich weiß nicht, wie soll ich das alles essen hier? Das ist das Problem. Ja, den müssen wir dir auch zeigen, ja? Ja, Mann. Wir sind hier genau am Kotti gegenüber von Izmir Köftecsi bei Söhner. Ne? Noch gar nicht so lange offen. Und wir haben hier einen Sucuk-Spieß. Also sieht quasi aus. Genau. Schön mit Käsesoße. Ist richtig geil. Komm, wir gehen mal rein. Ich werde fett morgen. Das ist geil, Digga, glaub mir. Ja. So, herzlich willkommen, Dicker Schill. Naja, das ist unser Sucuk-Trainer. Wie ihr schon kennt, ihr wart ja schon mal bei uns, wa? Richtig. Ist da einfach mal wieder essen. Richtig, muss man eigentlich auch. Wir haben jetzt spontan mit reingenommen, weil ist doch einfach geil. Du warst sowieso in der näheren Auswahl. Ja, genau, so sieht das aus. Daher, dass wir im Suchtzentrum Cottbusser Tor sind, haben wir uns gedacht, machen wir noch andere Leute süchtig mit unserem Döner. Genau. Genau. Hat auf jeden Fall Suchtpotenzial. Alle auf reinkommen jeden Fall, Döner. Auf jeden Fall. Team Berlin. Aber sag mal, ist das so vom Unterschied? Normale Sucuk-Wurst, wie man die kennt. Ist das noch ein bisschen was anderes oder ist es wirklich exakt gleich? Naja, das ist noch ein bisschen anders. Weil daher, dass wir noch Soße reinmachen, ist die Würzung ein bisschen leichter. Ah, ja. Und wenn die Würzung ein bisschen leichter ist, können wir auch ein bisschen mehr Soße reinmachen, eventuell was schmecken tut. Ne? Ja. Und von daher ist genau das gleiche, bloß nur im Grün. Ne? Mhm. Das war's auch. Dann machen wir einen schönen fertig, so richtig mit Käsesoße rüber, einmal für den Holle. Ja. Wir kennen das ja schon. Musst auf jeden Fall mal probiert haben. Ja, genau. Wie gesagt, für Leute, die sich dafür interessieren oder die sich auch mal selbstständig machen möchten in der Hinsicht,
können uns auch mal hier bei berlinshöhner.de anschreiben, wegen unser Franchise. Und das Weiteres wird dann halt weiter geklärt. Entspannt, also meldet euch einfach auf entspannter, ne? Ja, genau. So geht das hier ab bei Söhner, Freunde. Let's go. Sehr stark, so sieht das aus. Salat machen wir nicht zu viel, ne? Nur ein bisschen Zwiebeln. Ja. Ein bisschen. So wie du ihn essen würdest, Digga. Nicht zu viel Salat, du weißt. Okay. Guckt euch das mal an. Das wird toll auf jeden Fall schmecken. Sehr geil. Geil, geil, geil. Danke dir. Okay, ich bin am Start. Tolle, Digga. Ich muss sagen, ich wurde schon hart beeinflusst. Also ich sag jetzt nicht wer, ich habe zwei harte Meinungen gehört. Einmal wirklich oberheftig und einmal so, okay, nicht so geil. Und jetzt muss ich natürlich entscheiden selber. Ja. Die Käsesoße sieht natürlich gleich nach diesem Chester aus, was man so kennt, irgendwie nur in flüssig. Digga, ich finde den wild. Ich muss noch ohne Soße einmal probieren. Okay. Dann genau, alles am Start, Bruder. Danke. Komm, er kann gar nichts mehr sagen, weil wie oft er da schon abgewissen hat. Ist so. Okay, gleich kommt. Okay. Ich muss vom Ding her sagen, die Soße, ne? Ich bin nicht so der Fan von diesen Käsesoßen. Mhm. Deshalb habe ich eben auch nochmal ohne Soße abgebissen. Weil Soße kann man weglassen. Ohne Soße schmeckt Papa-mäßig. Ist wirklich geil, weil die Foodlook ist halt übelst kross so. Ich muss alles kross. Ob Pizza ist, ob Burger, der muss irgendwie scharf angebraten sein. Hier, der hier. Oh. Und das ist wirklich. Scheiße. Na? Mit diesem Sesambrot finde ich geil. Schmeckt echt lecker. Das Sesam kommt noch durch. Hast du ein gutes Ding da gemacht. Auf jeden Fall. Einmal essen, nicht vergessen. Zweimal essen, nach Hause schlafen. Genau. Und er hat auch meinen gleichen Namen, auf Türkisch. Tolga. Tolga. Ich bin Tolga, das ist der Olle Holger. Wir haben den gleichen Vater. Genau. Also unsere Mutter ist anders. Aber Vater ist gleich. Ja, die eigentliche Station kommt ja gleich erst. Ne? Deswegen ist nicht zu viel. Digga, danke für deine Einladung. Ne? Danke dir, Digga. Danke. Genau. Vielen Dank dir nochmal. Also, das ist Freundschaftsding. Ciao, ciao. Das ist Berlin. Und jetzt geht's zum eigentlichen Spot. Werden wollten. Aber den haben wir nochmal reingenommen. Ne? Oder? Ciao. Okay, ciao. Also zieht euch mal Schnobi rein. Er wird sowieso von mir aufs Korn genommen, weil er ist ja nicht schlimm, aber wir waren mit einem Kollegen in einer homosexuellen Bar, was völlig normal ist, aber wir haben ihn trotzdem hops genommen dafür. Und aber ich bin nicht homosexuell. Stell das mal nicht so nein, hin. Nein, aber er war in der Bar drin. Ja. Und jetzt guck mal, was ihm jetzt passiert ist. Heute ist nicht sein Tag. Warum lachst du da so? Ja, weiß ich nicht. Mein Gott. Yeah, we got it, we gon' fill it up like it's a wallet. We gon' live it up like it's college. We gon' soak it up like it's knowledge, yeah. And I gotta... Holle, ist mir Köfte G. Seit 1993. Die Nummer 1 in Berlin. Digga, besser geht's hier nicht. Das kommt mir vor wie der heilige Stab, den ich gerade in meiner Hand. Wie Harry Potters Zauberstab. Ungefähr so. Ein kleiner, eine Frage an dich. Gibt es in Berlin einen besseren Köfte? Nein. Ne? Das ist der Beste. Ist der Beste? Ja. Siehst du. Er sagt das. So, dann pack mal aus die Zaubertasche hier. Ja, Mann. Wir wollen mal erstmal die Optik ein bisschen abchecken. So, guckt euch das an. Da ist drin. Da sind die Kollegen. Das Ding wird sich halt echt ordentlich von den Socken machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, Digga. Ja, ja. Safe. Also ich sag so wie bei uns in Hamburg, Köfte ist normalerweise halt Adana, sagt man bei uns, ist ja eigentlich das gleiche. Ist so ein ganz langer Stab. Mhm. So, ne? Aber so habe ich es noch nicht gesehen. Ist Berlin-Style. Ja, Mann. Und wir werden es testen. Snack mal ordentlich rein. Ich mache dann kurz Kamm raus, du nimmst ein paar Bissen und dann sagst du mal was dazu, ja? Mhm. Also, erster Bissen ist direkt schon mal so, ne? Ja. Hier schmeckt er auch? Ja. Schmeckt gut, ne? Mhm. Sehr gut. Alle am Snacken. Wir melden uns gleich, Freunde. So, Brudi. So, wir snacken jetzt hier. Die haben schon gesnackt, Digga, den ersten Happen. Du musst jetzt auch noch nachziehen, Bruder Herz. Ich kenne das ja schon, ne? Seit Jahren. Auf jeden. Das würde ich gerne. Ich glaube, jeder Berliner weiß auch Bescheid, was wir hier essen. Und jeder, der nach Berlin kommt, ein Hoch auf diese Köpfe. Aber safe. Unbeschreiblich gut. Das ist ein unbeschreiblicher Bissen, ja. Ihr müsst euch mal Holland gucken, wie er sich dieses Ding anguckt, Alter. Ich bin seit 5 Minuten auf. Ja, ist stark. Und davon wird man satt, Bruder. Also, es ist lecker, macht satt. Berlin-Style halt, Digga. Ich muss mich reindenken. Da ist so weit, richtig viele weiße Soße drin, so viel. Boah, ist lecker, wa? Ja, ist so lecker. Nimm das Ding mal so ein bisschen auseinander. Ja. Man hat hier für die Frische, ne? Wahnsinn. Ja, so schmeckt das. Knackig wie wir Berliner. Also von knackig, die sehe ich da ehrlich gesagt gar nichts. Ja, was soll man? Das piepen wir raus. Komm mal von vorne. Pass auf, Leute, im ersten Moment tatsächlich dachte ich, ne? Okay,
da fehlt was, weil die Soße nicht ganz verteilt war. Und ich dachte, okay, scheiße, nicht, dass ich hier jetzt sagen muss, das schmeckt nicht so gut. War aber nur wahrscheinlich an der Seite keine Soße rangekommen. Ah. Logisch. Aber pass auf, dann kam es rein. Diese Frische, das ist wirklich wie, wie Blocki eben gesagt hat. Guckt euch das an, das ist, als wenn ihr hier einen Salat-Dings, so, wie heißt das nochmal? So ein Gebäckshaus stehen habt, geht da rein, schnippelt ein bisschen Schnittlauch ab, haut das direkt da rein. Genau so. Zwiebel dazu. Diese Köfte, merkst du, dass sie vom Grill kommen. Richtig rauchiges Aroma. Du denkst, sie haben da keine Ahnung, die haben zu Kohle eingerieben. Ja. Babamäßig, wirklich. Gebe ich eine 8,9. Wie das Kohlensystem wieder. Ich kann noch nicht ganz komplett hochgehen, aber. Ja, Mann. Ist geil. Ist halt krass, ne? Ja, haben wir zu viel versprochen so? Nein, habt ihr nicht, Jungs. Wirklich. Ich hätte gerne mal was Schlechtes gesagt, weil dann so denke ich, laber Scheiße, aber das ist einfach gut. Das ist einfach gut. Mhm. Letzte Station. Wir freuen uns schon, ne? Ein Legendending. Wir drei sind ganz, ganz außer uns hier. Es geht weiter mit Legendendinger. Wir verraten noch nichts, ihr bleibt nämlich dran. I'm a big old gang. Anybody wanna sign a deal? Then you sign a deal for my fan for real. Cause my camp will kill for the love that we got and feel. Oh yeah, so I need a meal. It's my gang. It's my team. It's my life. It's my dream. Yeah, West Coast. Angekommen vor Alano. Wo sind wir hier, Digga? Charlottenburg, Windscheidstraße. Um genau zu sein, S-Bahnhof Charlottenburg. Seit über 30 Jahren hier vor Ort und für uns die beste Mini-Pizza Berlins mit einer sensationellen Soße, die seinesgleichen. Das ist Magic, genau. Auf der Pizza, ne? Und mit einer sensationellen Betreiberin, die auch ihresgleichen sucht. Sehr sympathisch, ja. Sehr sympathisch, ja. Ja, auf jeden Fall. Und hier essen wir jetzt die beste Mini-Pizza und sie hat auch noch so ein paar Sachen vorbereitet, ne? Auf jeden Fall, Pizza ist da. Schon bleibt man eben so immer. Oh. Das fühlt sich gut an. Das wird so nicht reingenommen. Das wird zensiert, verpixelt. Das wird so verpixelt. Das wird mit reingenommen. Da gibt es noch was Schönes von Victoria's Secret. Da wird das verpixelt. Das wird Doppel-D-Köpfchen. Das ist alles trainiert. Werde Beef essen. Das hat lange gedauert. Das war hart. Das hat mega lange gedauert. Fühlt sich gut an. So ein bisschen wie Silikonbrüste. Ähnlich. Kennst du dieses Ding so bei Frauen? Ja, diesen Kirschkern, Digga. Nee, lieber nicht, Alter. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein scharfes Messer. Und ein Brett, würde Klausi sagen, ne? Was darf sein? Mini-Pizza? Wir würden gerne Mini-Pizza haben wollen. Halt aus. Aber die beste, wenn. Hier gibt's die beste Mini-Pizza von Berlin. Sehr gut. Mutti, erzähl. Die beste Mini-Pizza Berlin, extra nur für dich. Danke, Bieder. Das ist dein Geheimrezept oder deine geheime Empfehlung eher gesagt, ne? Auf jeden Fall. Wir haben schön Knoblauch drüber, Knoblauchöl und diese wahnsinnig gute Soße. Ich wollte gerade sagen, das schwimmt quasi in Öl. So die Soße da drauf, so kennt man es halt. Also ich kenn's so nicht. Soße irgendwie drauf. Probier. Riecht wie gepresste Knoblauchzehen. Und du musst mal auf diesen dünnen Teig achten, Digga. Boah. Der Crunch, die. Oh, wir lieben diese Pizza hier alle. Also hier kommt auch jeder hin. Richtig kritisch. Special. Du musst mal hier nochmal mit der Soße. Richtig schön cremig die Soße. Ess erstmal auf. Lass es sacken. Und dann kommen wir wieder rein. Das Geile hier bei Alano ist, es ist halt hauchdünn. Ja. Sehr krosser, knackiger Teig. Und was ich auch finde, ne, guck mal, ja, man kann fast durchgucken hier. Man hat halt die Dosen-Champignons drauf mit der Salami, wie es sein muss. Und alles halal und koscher. Frische Tomaten, Zwiebeln, Spinat. Eine Tomate. Das ist extra für uns gemacht. Ja. Das ist extra Vision. Eine Pizza ohne Tomatensauce, ja? Ohne Tomatensauce. Das ist eine Kreation, ja? Oh, ich bin gespannt. Ja. Ohne Tomaten. Ihre Lieblingspizza. Ihre Lieblingspizza, na dann. Ja. Ohne Tomatensauce. Ja. Ganz auch fresh. Sieht aber auch sehr, sehr lecker aus. Riecht auch köstlich. Aber was ist statt der Tomatensauce drauf, ist die Frage. Knoblauch. Olivenöl, so ein bisschen. Olivenöl. Spinat. Sehr heiß, Digga. Vor allem das Schöne an dieser Pizza ist, guck mal, wie reichlich die belegt ist. Ne? Das ist eine männliche Portion, sagen wir mal so. Und sie sieht sehr gesund aus, Digga. Oh, die schmeckt sehr, sehr frisch, ne? Sehr frisch durch die Tomaten auch noch. Und das ist irgendwie so, finde ich, ein Mix aus Bruschetta und Pizza so irgendwie. Also war so leichte Bruschetta. Tick dran. Ja, du hast unten Olivenöl und die Tomaten statt die Tomatensauce und es hat den übelsten Frischekick. Ne? Zwiebeln noch auf, also an Saftigkeit, wo man denkt, das braucht Tomatensauce, fehlt nicht. Also nimm mal. Ohne Tomatensauce, ohne Gewürze. Ohne gar nichts, nur so. Aus Liebe gemacht. Aus Liebe gemacht, genau, so muss es sein. Ah, dieser krosse Teig, ne? Hauchdünn. Ja.
Okay, direkt beim Hochheben, man merkt schon, Teig ist wieder gut kross und gut heiß. Ja, schöner, krosser Teig, ne? Das heißt geil. Oh! Mmh. Halt frisch, gesund schmeckt die, ne? Viel frischer als andere Pizzen. Also so eine healthy Pizza halt, ne? Eine healthy Pizza. Eine healthy. Dankeschön. Oha. Kennst du Pizza Frutti de Mare? Nee. Nee. Und du bist ein Essensblogger? Also Frutti de Mare, aber ist das so ein... Da bin ich ja Profi-Experte, Alter. Genau. Was soll das? Das ist so ein Berlin-Ding. Das ist kein Hamburg-Ding. Frutti de Mare ist... Frutti de Mare ist doch kein Berlin-Ding. Das ich sag ja, ich kannte die auch bei nicht. Uns, in Buxtehude bei uns hat man sowas noch nicht gehört. Gerade bei euch... Wieder, eigentlich sind wir die einzigen Foodblogger auf YouTube, oder? Das war Disrespect, Leute. Das war Disrespect. Das war meine Revanche zu dem Knackig vorhin. Ja, das war nicht ganz fair. Aber vielleicht schmeckt das ja auch einfach nicht Frutti di Mare. Das ist denn so ein Berlin-Teil? Das machen wir in Berlin. Es ist, Frutti di Mare heißt einfach Früchte aus dem Meer. Früchte des Meeres. Meeresfrüchte. Ja, aber das scheint ja irgendwas mit der Pizza jetzt zu tun haben. Dass das Meeresfrüchte heißt, klar, aber Pizza Meeresfrüchte. Warte, ich war genauso wie okay. Du. Ich wusste es auch nicht. Habe ich noch nie gegessen. Ich auch nicht. Ja. Aber irgendwie fühle ich mich schlecht gerade. Nee, wir testen das gleich mal beide zusammen. Also wir haben beide gleich unser erstes Mal sozusagen. Oh, und unversagt. Ja. Unversagt. Ja. Hat dir die Mini-Pizza geschmeckt? Ja. Ja, so, war gut. Richtig toll. Ja. Richtig toll. Beste Mini-Pizza? Ja, beste. Beste Mini-Pizza in Berlin, sagst du? Ja. Perfekt, super. Bruder, kannst du dich noch erinnern an unsere Mini-Pizza-Tour, wo der Typ da hinter der Kamera keine Frutti de Mare kannte? Oder einfach frische Vermeer nicht kannte? Daran kann ich mich gut erinnern. Ja. Wir werden auf mich an, oder was? Nein, nicht auf dich. Der hier. So ich anderer, hier, ich. So ein anderer Kaufmann hier. Deswegen, wir zeigen Ihnen jetzt mal eine Frutti de Mare. Ne? Ist das Premiere für dich? Ist Premiere für mich. Mein erstes Mal sozusagen. Dein erstes Mal ist ja auch nicht so lange her. Deswegen. Eine Frutti de Mare. Ja, Freunde, ich muss ja gestehen, ich kannte Frutti de Mare nicht, aber du auch nicht. Holle kannte Frutti de Mare auch nicht. Komm, ne? Für euch beide. Was ist ja, das? Extra für euch beide. Was ist das hier, Blocki? Hau ist das hier rein. Fisch, oder was? Genau. Einfach Kalamari reingeschnitten. Okay, super geil. Guck mal hier. Boah, heiß, Alter. Wie sind zwei Neandertaler, die noch nie eine Frutti de Mare gesehen haben. Das tut nicht so, als wäre das Pizza Salami, ja. Ist so. Wirklich. Alter, das ist hart heiß. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch alles Frutti de Mare kennt und wer es nicht kennt. Ich bin mal gespannt. Interessant. Digga, guck mal. Komisch, wa? Ist heiß, ne? Digga, ist richtig heiß. Schmeckt wie Meer halt, ne? Ja. Das schmeckt wie Meer. Das ist echt so, als hatten wir unser erstes Mal gerade beide zusammen. Das ist kein Ding. Tobi steht darauf. Ja, voll. Nee, es schmeckt halt wie Meer, ja. Wie Meeresfrüchte, ja. Frutti de Mare. Meer ist nicht so meins. Nicht meins, aber man kennt es halt. Ja, okay, jetzt kenne ich es ja durch euch. Es ist wie Thunfischpizza, die man kennt, nur intensiver. Freunde, Früchte der Meere. Das klingt doch schon geil. Wir haben hier schöne. Es ist auch nicht diese typische Standardpackung, wie man es kennt. Sofort schönen Wumms aus Zitrone. Ich korrigiere mich, ich hatte gerade ein Stück, was mir sehr gefallen hat. Jetzt, das hier hat mir gerade sehr gut gemundet. Gemundet. Ich hau mir das jetzt rein. Das Krasse ist ja echt, du siehst den ganzen Tintenfisch da drauf. Muss man irgendwie, ja, muss man mögen. Oh. Deine Premiere, Digga. Mhm. Ja, muss man mögen, da habt ihr schon recht, aber da ist ja nichts dran. Das ist nur weißes Fischfleisch sozusagen hier. Ja. Und ein paar Muscheln, super geil. Ich bleib lieber bei der traditionellen Mini-Pizza hier. Für alle, die es abschrecken finden. Ein ganz normales weißes. Guck mal hier. Mach mal so. Probier mal nur das hier. Nur das Fleisch? Ja. Probier mal nur das Fleisch, bitte. Okay. Da ist ja nichts dran. Wie ein Steak, wa? Ja. Steak so. Auf Meer angelehnt. Komm jetzt zum Urteil. Lass ich dir den Vortritt oder lässt du mir den Vortritt? Ja, Ladies first. Okay, danke. Also ich hau rein. Ich versuche mich kurz zu fassen. Fällt mir mal schwer. Erste Version, die Knoblauchsoße, ist einfach nicht so 100% mein Geschmack gewesen. Ist jetzt nicht, würde ich jetzt kein Top-Urteil geben. Du fandest jetzt zu ölig, sag ich mal. Ich fand's zu ölig. Man hat bei allen drei Pizzen gemerkt, handwerklich, dieser dünne Teig, alles zusammen top. Das zweite, diese Frische von den Tomaten, dieses Bruschetta-Style, das hat mich umgehauen. Also zweite Pizza für mich, absolut babamäßig. Dritte, Meeresfrüchte ist bei mir nie so. Ja, das war jetzt so ein Running Gag wegen Tobi. Ja, aber vom Ding her kann man sagen, die Pizza hat mega Potenzial. Ich hätte noch mal eine wählen müssen, die auf mich zugeschnitten ist. Sagen wir es mal so. Genau. Ne? Aber Teig schön dünn. Teig dünn, alles perfekt. Die zweite Oberhammer gewesen, ja. Jetzt sagen. Sehr schön. Mhm. Naja, wir beide, Bieler und ich brauchen nichts sagen, wir feiern Alano Pizza. Der Rest von Berlin auch, ne? Das haben wir gesehen, ihr habt ja damals in den Kommentaren reichlich Alano Pizza drunter geschrieben. Deswegen auf jeden Fall eine Top-Adresse. Und abschließend ist zu sagen,
am Sonntag um 10 Uhr bei Holle auf dem Kanal. Wir sind morgen nochmal zusammen unterwegs, da knöbeln wir richtig einen raus. Ne? Aber also, wirklich komplett. Ja, ja. Heute war so ein bisschen Streetfood und so Berliner Imbisse, Buden, dies, das, geil, aus dem Herzen von Berlin und morgen... 5 Sterne, hat Blocki nur gesagt. Es wird 5 Sterne. Ja. Und ich hoffe, du wirst nicht genauso wenig enttäuscht, wie du mich heute auch nicht enttäuscht hast. Ja. Und dann bin ich zufrieden. Ja, hundertprozentig. Und dann morgen dürft ihr auch nach Hamburg kommen. Morgen wird zusammen. Krass. Morgen wird krass. Also Sonntag bei Holle um 10 Uhr auf dem Kanal unbedingt abchecken und abonniert auf jeden Fall den ja, Typen. Mann. Ne? Danke dir, Bruder. Alles klar, sehr gerne. Also, sehr schön. Jalla. Bin raus. Ja. Hast du jetzt Gute gemacht oder nicht Gute gemacht? Ich hab Gute gemacht. Hey, jetzt hier nochmal ein kleines Präsent für Holle. Das Süße zum Schluss, ne? Mhm. Mhm. Richtig schön. Also von innen, nicht dieses Trockene, sondern es hat richtig schön von innen dieses, was du denkst, das läuft dir jetzt aus. Mhm. Ja? So wie wenn Schlobi die Frauen anfasst. Das ist aber richtig Schlobi seins hier, ne? Süß ist immer, ich nehme auch nochmal hier was. Sehr lecker, aus Libanon. Mhm. Dankeschön. Aus Libanon. Sehr gut. Oh. Ich bin eigentlich nur so ein Wow. Oh Gott, danke schön. Freunde, guck mal. Das ist für euch beide. Und oh, vielen Dank. Hat sie uns mitgegeben. Mashallah. Ihr küsst ihr Herz, ne? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, aus danke, Libanon, danke. Nicht aus Deutschland. Danke, danke. Vielen danke, Dank. Danke. Ich liebe ja sowas, ne? Ich liebe ja Nüsse, Pistazien, alles. Machluta? Das ist Machluta. Ey, mehr, viel mehr können wir zu denen hier gar nicht sagen. Ja, sehr schöne Folge. Also ja, schaltet wieder ein, wenn es heiß wird.